Handwerkliches Geschick und künstlerische Kreativität waren am Mittwoch in der Grundschule Wolfgang Gradke gefragt. Denn anlässlich des 800 Jahre Anhalt-Jubiläums wurde zusammen mit 10 Künstlern des Malzirkels Köthen ein Gemeinschaftsprojekt für die Grundschüler ins Leben gerufen. Zum Jubiläumsjahr Anhalt 800 hatten wir natürlich als Grundschule auch überlegt, welchen Beitrag wir leisten können. Und da ist uns eingefallen, dass wir ein Gemeinschaftsprojekt durchführen mit dem Malzirkel, dem Köthner Malzirkel, FK Köthen am Theater heißt es ganz korrekt. Und ja, da sind ganz viele Ideen entstanden und heute ist es also dann soweit, wo sich die Kinder, die auch sehr gut vorbereitet wurden durch die Lehrer, in dieses Projekt einbringen konnten. Wir hatten das Projekt heute angefangen mit einem großen Programm, das die Kinder einstudiert hatten und aufgeführt hatten. Also man sieht schon die Freude, die Kinder dabei haben. An insgesamt 10 Ständen konnten die Schüler ihrer Kreativität freien Lauf lassen und hatten dabei offensichtlich jede Menge Spaß an der gemeinsamen Arbeit. Und auch die Abwechslung kam freilich nicht zu kurz. So konnte entweder frei kreativ mit Holz gearbeitet, Schiffchen oder Häuser aus Styropor hergestellt und bemalt werden oder sogar eine Druckwalze beim Materialkartondruck benutzt werden. Dabei war jedes fertige Handwerkstück, wie hier von Laura Schikora, von großer Bedeutung. In der Aula unserer Schule haben wir dann alles ausgeräumt und dort wird alles ausgestellt, was die Kinder gebaut haben, hergestellt haben. Und diese Stadt hat noch keinen Namen. Also unser Schlachtruf heute heißt, wir bauen eine Stadt, aber die Stadt ist noch namenlos. Heute Nachmittag zur großen Ausstellungseröffnung werden alle Besucher gebeten, sich zu überlegen, wie unsere Stadt heißen könnte. Und ich nehme an, wenn man dann die Stadt im Ganzen gesehen hat, kommen auch die Ideen. Und eine Jury, das werden Kinder aus unserer Schule sein, dürfen dann aus diesen Vorschlägen, die gemacht wurden, den Namen wählen, den ihr am besten gefällt. Und das werden wir dann in der Zeitung veröffentlichen. Um den Kindern einen weiteren Ansporn zu bieten, wurde ihnen ein eigens für diesen Tag gefertigter Handwerkerpass mitgegeben. In diesem konnten Stempel an den verschiedenen Bastelstationen gesammelt werden. Wer dabei ein gewisses Pensum an den kreativen Stationen absolviert hatte, auf den wartete eine ganz besondere Überraschung. Begrüßt habe ich die Kinder heute schon als kleine Baumeister, Architekten, Künstler und habe gebeten, auch ganz fleißig zu sein. Auf einem Pass, den sie bekommen haben, werden also die Stempel, erhalten die Kinder Stempel. Und wenn die Kinder 3 Stempel haben, dann bekommen sie eine Urkunde. Wir haben hier auf dem Schulhof ein kleines Häuschen, wo die Spielgeräte normalerweise lagern. Das haben wir umfunktioniert als Bauamt. Und die Ortleiterin wird dann dort die Urkunden ausgeben. Ja, und dann sind die Kinder richtige Baumeister. Natürlich wurde auch für das leibliche Wohl der jungen Handwerker gesorgt. So konnten sich diese an einem Grillstand mit einer Bratwurst stärken und mit neuem Tatendrang weiterarbeiten. Bleibt nur noch mit Spannung zu erwarten, auf welchen Namen die Stadt der jungen Baumeister und Architekten getauft wird.